Ich schreibe dieses Jahr Abitur. Das heißt, ich habe viele Prüfungen in kurzer Zeit, für die ich auch viel lernen muss, weil sie eben auch viel zählen und ganz wichtige Prüfungen in meinem Leben sind. Natürlich stellt sich da die Frage, wie kann ich fürs Lernen motiviert bleiben? Und jetzt nach 12 Jahren Unterricht in der Schule muss ich mir diese Frage schon immer öfter stellen, habe einige gute Antworten gefunden und möchte heute diese Antworten mit euch teilen. Deswegen teile ich heute meine Tipps mit euch, wie ich es schaffe, motiviert zu bleiben und vor allem auch praktische Tipps, die euch jetzt direkt helfen können, ebenfalls motiviert zum Lernen zu sein. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos dieser Art und erstmal viel Spaß beim heutigen Video. Let's go! Als allererstes ist es ganz wichtig, ein Warum für dich zu haben. Weil einfach in die Schule zu gehen und dort Unterricht zu machen, für Tests zu lernen und so weiter, ist ziemlich langweilig und ziemlich trübe, wenn man kein Warum hat. Also wenn man keine Motivation dafür hat, die aber auch intrinsisch kommen sollte. Und da geht es vor allem auch darum, dass man das Ganze spezifisch und klar für sich definiert. Denn einfach nur zu sagen, ich möchte irgendwann mal einen guten Job haben, wirkt noch sehr abstrakt für uns, weswegen wir uns das jetzt in diesem Moment, wo wir lernen müssen, nicht gut vorstellen können. Deswegen würde ich dir immer empfehlen, dir klare, spezifische Ziele aufzuschreiben und zu überlegen, auf die du dann wirklich auch gut hinarbeiten kannst. Natürlich kannst du da so ein großes Ziel im Kopf behalten, wie zum Beispiel der gute Job irgendwann, an dem du Spaß hast, aber dann das immer kleiner runterbrechen in ein gutes Abitur, eine gute Prüfung, dafür brauche ich aber ein gutes Vorwissen. Und so kann das immer kleiner runterbrechen und weiß ganz genau, was dein nächster, kleinster Schritt ist. Wenn wir jetzt ein bisschen von dieser intrinsischen Motivation wegkommen und eher zu praktischen Tipps hingehen, was man wirklich jetzt in dem Moment machen kann, da hilft es mir total, mir Belohnungen auszudenken. Wenn man zum Beispiel einen Text hat, den man lesen muss oder mehrere Buchseiten, kannst du dir sagen, hey, wenn ich die ersten 2 Seiten gelesen habe, dann darf ich das und das essen oder dann darf ich das und das machen. Einfach irgendwie so Sachen, die einen so ein bisschen motivieren. Ich habe zum Beispiel früher auf TikTok immer die Idee gesehen, dass Leute sich Süßigkeiten an bestimmte Abschnitte von einem Text legen und dann denken, okay, wenn ich den durchgearbeitet habe und bis zu diesem Punkt angekommen bin, dann darf ich das halt essen. Finde ich ganz süß, mache ich persönlich nicht so oft, weil ich mich lieber auf meine andere intrinsische Motivation verlasse und nicht auf diese kleinen Instant Gratification Momenten, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es hilft, wenn man wirklich gar keine Motivation am Anfang hat. Ich werde euch hier generell auf meiner Reise durch das Abitur mitnehmen, deswegen vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr euch für meine besten Lerntipps, dann auch meine Reflexion über das Abi und vor allem auch Vlogs in meiner Abi-Zeit interessiert. Des Weiteren ist es ganz wichtig, für dich eine gute Lernumgebung zu schaffen. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich teilweise super motiviert sein kann, auch wenn ich nur eine Minute davor nicht motiviert war, wenn ich aber eine richtige Umgebung für mich gefunden habe. Deswegen bleibe ich auch gerne in Freistunden und Mittagspausen immer in der Schule. Ich hatte zum Beispiel, Leute, ich hatte gestern 4 Freistunden plus Mittagspause. Das heißt, ich war von 9.35 Uhr bis 14 Uhr hatte ich frei und war aber in der Schule, weil ich mir dachte, wenn ich nach Hause gehe, mache ich zu Hause eh nichts. Zu Hause bin ich auf der Couch in meinem Bett oder mache irgendwas anderes, aber werde mich nicht in den Schreibtisch setzen und lernen hier. Deswegen in der Schule geblieben bin und in der Schule dann in dem Aufenthaltsraum, wo auch andere waren, die gearbeitet haben, mich dann einfach besser konzentrieren konnte. Und da ist einfach die Motivation auch viel höher. Das ist eine Lernmethode, die nennt sich Body Doubling. Also man hat mehrere Bodies, also mehrere Körper. Und wenn man sich nämlich so immer sieht, wie der andere arbeitet, hat man schon eine viel höhere Motivation, ebenfalls zu arbeiten. Deswegen glaube ich, ist die Umgebung einfach ein ganz wichtiger Faktor, wenn wir uns darüber unterhalten, wie wir mehr motiviert sein können. Du kannst ja zum Beispiel auch Bilder oder Sprüche aufhängen, die dich motivieren, wenn du sagst, du in deinem Schreibtisch am besten lernen kannst. Aber das ist ganz wichtig, also hier ist mein Schreibtisch, dass du dort keine Ablenkungen hast. Das heißt, ich würde mein Handy ausmachen, ich würde Dinge wegräumen, die dann nicht zu suchen haben und wirklich nur meine Lernmaterialien auf dem Tisch haben. Denn wenn man immer wieder Dinge sieht, die einen im Moment ablenken können, ist die Motivation, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, viel größer. Weil natürlich wirkt jetzt in dem Moment auf TikTok zu scrollen ein wenig attraktiver, weil man dadurch diese Instant Gratification hat, dieser Instant-Dopaminausschuss und wenn man das vermeidet, kann man sich aber auf seine größeren Ziele konzentrieren. Um die Motivation beizubehalten, würde ich dir auch empfehlen, immer verschiedene Lernmethoden zu benutzen und dann ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Wenn ich jetzt fürs Abi lerne und dann irgendwie mal plane, an einem Tag mal 3-4 Stunden zu lernen, will ich es nicht so machen, dass ich dann 4 Stunden nur an meinem Schreibtisch sitze und etwas durchlese, was eh nicht gut ist, weil es ja passives Lernen ist. Aber das Ganze ein bisschen abwechseln, vielleicht mal sagen, okay, 1 Stunde lang schreibe ich was auf, 1 Stunde lang gehe ich raus und spreche mit mir selbst oder nehme einen Podcast auf oder ich höre mir einen Podcast an, dann rede ich mal mit Freunden über das Thema, dann erkläre ich das Thema mal, dann lasse ich mir das Thema mal erklären, dann höre ich mein Video an. Also ganz verschiedene Dinge, damit auch immer der Spaß ein bisschen da bleibt und man einfach Abwechslung hat. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Lieblingslernmethode in die Kommentare schreiben. Ich glaube, bei mir und ich spontan sagen müsste, ist es wirklich die Feynman-Technik. Mache ich halt ganz oft in meinen Videos auch, zeige euch immer meine Vlogs, dass ich mit Leuten gern zusammenlerne und ihnen dann gern die Themen erkläre
oder dass wir uns die Themen gegenseitig erklären. Das finde ich immer total spaßig und effektiv. Das ist auch schon der nächste Punkt, und zwar Lerngruppen. Ich glaube, gerade fürs Abi ist es schön, wenn man sich vielleicht mehrere Wochen gemeinsam vorbereiten kann auf ein Thema oder auf mehrere Themen und dann genau weiß, diese andere Person ist jetzt auch in meiner Situation und wir haben irgendwie zusammen die gleichen Ziele, aber auch ein bisschen den gleichen Druck und können uns so den Druck vielleicht auch ein bisschen nehmen, wenn man sich eben zusammen gut vorbereitet. Es hat ja mehrere Vorteile, ich habe ja gerade schon gesagt, Stichwort Feynman-Technik, wirklich versuchen, anderen Leuten das zu erklären, weil man kann Dinge nur erklären, wenn man sie selbst auch verstanden hat. Daher finde ich Lerngruppen total super, man muss halt nur aufpassen, dass man sich da nicht ablenkt, weil gerade wenn man mit Freunden diese Lerngruppen bildet, es auch schnell dann abweichen kann in andere private Gesprächsthemen. Ich hatte zuletzt ein witziges TikTok gefilmt mit einem Freund von mir. Weil bei uns ist es ganz so, dass wenn wir jetzt uns treffen zum Lernen, dann lernen wir super effizient auf jeden Fall. Aber teilweise sprechen wir über so andere Dinge und driften in so philosophische Gedanken ab. Ist auch spannend, aber muss man halt ein bisschen einplanen dann in den ganzen Stundenplan. Was dir auch für deine Motivation helfen kann, ist es, deine Fortschritte zu erkennen und diese auch sichtbar zu machen. Wenn du also einen Erfolg erlebt hast, wenn du ein Erfolgserlebnis hattest, kannst du das ja, das kann ja für dich ganz individuell sein, was das für ein Erfolg ist, aber das Ganze mal festzuhalten, aufzuschreiben, kann dir auch helfen, dich längerfristig zu motivieren, weil du ja weißt, okay, wenn ich mich jetzt anstrenge, dann zahlen sich die Dinge hier aus, weil das haben sie ja in der Vergangenheit auch schon. Du kannst zum Beispiel einfach ein Glas nehmen und da Dinge mal aufschreiben und die dann da reinmachen auf Zetteln, was du alles schon erlebt hast und was du alles schon erreicht hast in deinem Leben oder einfach generell auf deinem Handy in den Notizen einfach so ein Dokument zu machen mit Erfolgen von dir. Das mache ich gerne, wenn ich dann mal Imposter-Syndrom habe oder denke, ich schaffe das nicht oder keine Motivation habe, finde ich es immer ganz tröstend, darauf zu gucken und dann zu wissen, dass alles wahrscheinlich gut wird und dass ich das eigentlich kann und das motiviert mich dann immer. Trotz allem ist ein sehr wichtiger Punkt, Pausen zu machen und auch mal zu entspannen und abzuschalten. Weil wenn du dein ganzes Leben lang 24/7 durchpowerst, wirst du die Motivation wahrscheinlich irgendwann verlieren. Deswegen auch mal Abstand nehmen von den Lernsachen, auch mal andere Dinge machen und sich auch mal entspannen. Jetzt auch gerade meine Abi-Zeit plane ich ja nicht den ganzen Tag nur zu lernen. Auch wenn das sich vielleicht erstmal schlau anhört, ist es das eigentlich gar nicht, weil man kann sich nicht den ganzen Tag nur auf eine Sache konzentrieren. Und das ist dann zumindest halt nicht so effektiv zu lernen. Ich glaube, es ist besser, wenn man eine richtige Balance einfach hat. Vielleicht für einige wenige Stunden, aber dann da ganz, ganz hundertprozentig effektiv auf die eine Sache konzentriert. Falls ihr euch für meine Abi-Zeit interessiert und generell für die ganzen Tipps, die ich hier noch geben werde und euch mitnehmen werde auf meiner Reise durch das Abitur die nächsten Wochen, dann abonniert auf jeden Fall, um das Ganze nicht zu verpassen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!